Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat die Kollegin Dörner das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Kollegin Dietrich, ich finde es sehr traurig und auch sehr unangemessen, wie durch Ihren Redebeitrag die sehr, sehr gute und immens wichtige Arbeit des Runden Tischs Heimkinder hier so diffamiert wird. Das hätte bei so einem interfraktionellen Antrag und bei so einer großen Einigkeit hier im Parlament wirklich nicht sein dürfen. Ich möchte mit einigen Sätzen beginnen, Sätzen eines ehemaligen Heimkindes, die so dokumentiert sind im Materialband auch des Runden Tischs Heimkinder. Wärme, Zuneigung und Geborgenheit gab es nicht. Dafür gab es Demütigungen, Schläge und Erniedrigungen im Überfluss. Als ich einmal nachts ins Bett näste, musste ich am nächsten Morgen vor der versammelten Gruppe den gestreiften Bettnässer-Schlafanzug anziehen. Die Kinder sollten ihren Schuh ausziehen, mir damit auf den Po schlagen und mich dabei als Bettnässer beschimpfen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, diese Sätze sind nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt dessen, was der Runde Tisch Heimkinder in den letzten Jahren aufgearbeitet und dokumentiert hat. Aber ich denke, er gibt uns einen kleinen Einblick in die damalige Lebensrealität in vielen Heimen und lässt uns vielleicht auch die Gefühlswelt der Kinder und Jugendlichen ein bisschen verstehen, die dem ausgesetzt waren. Klar ist, nichts, was der Deutsche Bundestag beschließt, kann das Unrecht und das Leid, das viele Kinder in Heimen erfahren haben, kann diesem Unrecht irgendwie gerecht werden. Viele Leben wurden in ganz jungen Jahren auf sehr, sehr schwierige Gleise gesetzt. Und wir wissen das aus den Gesprächen mit den Heimkindern oft mit schwerwiegenden Folgen noch bis heute. Und das kann einfach auch nicht wieder gut gemacht werden. Was aber geschehen kann, ist, die heutige Lebenssituation der ehemaligen Heimkinder zu verbessern. Und das ist es, was wir tun wollen. Hier kann die Arbeit des Runden Tischs Heimkinder aus meiner Sicht gar nicht genug hervorgehoben werden, der eben sehr konkrete Empfehlungen hierzu unterbreitet hat. Und ich möchte an der Stelle auch ausdrücklich der Vorsitzenden des Runden Tisches, Frau Dr. Antje Vollmer, und auch gerade den involvierten Heimkinder, ich denke auch im Namen aller Fraktionen, die unter diesem oder über diesem interfraktionellen Antrag stehen, ausdrücklich danken. Als Deutscher Bundestag wollen wir die Empfehlungen des Runden Tisches Heimkinder sehr schnell umsetzen. Zum kommenden Jahr soll eben schon ein Fonds bzw. eine Stiftung arbeitsfähig sein, die mit 120 Millionen Euro auch konkret ausgestattet die Rentenansprüche und Entschädigungen an die ehemaligen westdeutschen Heimkinder zahlt. Und es ist mir wichtig, an dieser Stelle auch noch mal auf die Anlauf- und Beratungsstellen hinzuweisen, die nun von den Ländern eingerichtet werden, weil die materielle Frage ist ja immer nur eine Frage, ist eine sehr wichtige Frage, aber ich glaube, dass diese Anlaufstellen, die eingerichtet werden sollen und die, mit denen die Länder eben auch sehr sensibel umgehen müssen, dass das auch eine sehr wichtige Aufgabe ist. Mit der Würdigung der Leistungen des Runden Tisches wird aber auch deutlich, wie viele Schicksale tatsächlich noch aufzuarbeiten sind. Und für die Aufarbeitung des Unrechts gegenüber den Heimkindern in der DDR ist ein Anfang gemacht. Und ich denke, uns ist auch allen klar, dass es keine Opfer erster und zweiter Klasse geben darf. Nicht zwischen Ost und West, aber auch nicht beispielsweise entlang der Frage, in welcher Einrichtung den Kindern und Jugendlichen Unrecht angetan wurde. Ob in einem Säuglingsheim, ob im Fürsorgeheim oder auch in Einrichtungen der Kinderpsychiatrie oder in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Und ich bin sehr froh, dass wir im Antrag hier eben auch einen Prüfauftrag verankern konnten. Ich möchte abschließend einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Viel Unrecht in den Heimen war ja auch möglich, weil es Strukturen gab, die eben kein Korrektiv hatten. Und weil Kinder und Jugendliche selber nicht beteiligt waren und selber sich nicht einbringen konnten. Hier hat sich ja in den letzten Jahren zum Glück sehr viel getan. Aber ich würde mir wünschen, dass wir auch gemeinsam in die Zukunft gucken und schauen, wie kann man den Rechten von Kindern und Jugendlichen auch in der Kinder- und Jugendhilfe selbst stärkeres Gewicht verleihen.
Und beispielsweise die ganze Frage Ombudschaft, die ja auch in den Empfehlungen des Rundentischs vorkommt, halte ich für sehr zukunftsweisend. Und in den Gesprächen mit den Heimkindern und auch im Bericht wird ja gerade deutlich, dass es den ehemaligen Heimkindern auch darum geht, dass den Kindern, die heute in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind, die beispielsweise in Heimen sind oder in offenen Türen, dass es diesen Kindern und Jugendlichen gut geht. Und dieser Aspekt gerade in den Gesprächen hat mich auch selber immer sehr bemüht und sehr berührt. Und ich finde, dass wir uns bemühen sollten, dieses Signal und das eben auch in unsere zukünftige Arbeit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe mit aufzunehmen. Vielen Dank.